Und ich glaube, da wird es hinauslaufen. So, macht der Zug jetzt schon mal Gewinn? Hat jetzt ein bisschen was mitgenommen. Wir gucken mal. Bei Shimagami, da ist schon viel los. Hier unten. Gucken wir mal, was der einbringt. Oh, wir haben schon die 1 Milliarde Einnahmen geknackt hier, aber im Moment machen wir nur Verlust durch Zugbetriebskosten. Das habe ich nicht hingeguckt. Oh, so viel hat er jetzt anscheinend nicht gemacht. Neue Fahrzeuge. Sonstiges Baukosten. Oh, ich glaube, das wird nochmal hier... Man muss es ganz klar sagen, der Geldzähler, da geht irgendwie im Moment tendenziell nur nach unten. So, das Ding ist voll. Das musst du jetzt ordentlich Kohle bringen. Betriebskosten 4,5 pro Jahr. Ach du Heilige. Das ist heftig. Gucken, ob er das wieder reinkriegt auf der Strecke. Dann müssen wir noch ein paar Flugzeuge bauen. Seine Kosten wieder einfährt. Vielleicht sollten die Strecken länger sein, dass der Bus jedes zweite anfällt. Auch schon wieder 10 gemacht im letzten Jahr. Ja, wir gucken einfach mal, wie sich es entwickelt. So, jetzt hat hier der Kaiser mal was vorbeigeschickt. Oh, es wurde auch noch entdeckt. Meine Güte, was sind denn das für kaiseruntreue Leute, die hier einen Bestechungsversuch aufdecken. Ich glaube, da wird dann ein... Wie heißt's? Ein öffentliches Seppuku stattfinden mit diesen Beamten. So geht das nicht, jo. Kann echt nicht sein. Ist das vielleicht ja so eine Stadt, wo Leute wohnen, die ihre Ruhe haben wollen und die wurden jetzt verpetzt? Oder ärgern die sich, dass hier vielleicht bloß alle 5 Jahre mal ein Zug vorbeikommt, dass ja die Bewertung von der Station furchtbar ist? Oder... Das ist ja echt fatal. Aber jetzt kriegen die... Achso, warte mal, ich muss ja für den die Endkante... Die haben sie mir nicht mehr zuge... wie sagt man? Zugelassen. Das heißt, wir müssen da ein Stück frei halten, falls die sich es doch nochmal anders überlegen. Nee, Harakiri. Nee, ist Seppuku und Harakiri. Ist das nicht so ziemlich das Gleiche? Oder dasselbe? Wir können schön Treppenstufen runterbauen. Das gefällt mir nicht so. Da schließt ein Bauernhof. Jetzt wird er nochmal planiert. Also ich glaube, da haben wir es wahrscheinlich gleich bei den Anrainerstädten hier ganz... ihr wisst schon. Aber nützt ja nichts. Wenn der Kaiser hier ein Shinkansen-Netz haben will, dann soll er das auch kriegen und er kostet auch. Es ist auch egal, ob hier irgendwelche Leute zur Bestechung ausrücken müssen. Oder nicht. So, wie kriege ich das jetzt hier angebunden? Oh, ich habe schon wieder See hier. Auch Schwachsinn. Warte mal, dann mache ich das.
mache ich das anders, dann zweige ich hier einfach ab. Das ist jetzt das obere Gleis, ne? Ja. Ach ja, der Shinkansen-Bau. Ich glaube, das wird noch mal... das Ende des Unternehmens sein. Also der Geldzähler, der stagniert. Der ist jetzt immer irgendwie konstant bei 13,5. Also es geht nicht aufwärts, geht aber auch nicht abwärts. Und ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Na gut, ich meine, klar, es sind auch im Moment hier gerade massive Bauarbeiten am Start. Das kostet alles Geld. Aber ich glaube, in anderen Staffeln hatten wir jetzt schon weitaus mehr Kohle auf dem Konto gehabt. Aber wenigstens passt das jetzt hier direkt. Sehr schön. So, und für die andere Richtung machen wir... Ich überlege gerade, ob sich da ja ein Tunnel anbieten würde. Ich baue erstmal hier genau wie bei dem anderen. Erstmal hierher. Und dann gucken wir mal. Eigentlich würde sich... Ah, das ist dann wieder so eine enge Kurve, ne? Anbieten, der natürlich nicht so weit gehen darf. Ach, jetzt kommt, glaube ich, was. Na gut, es ist halt hier so eine kurze... Ja, es geht halt jetzt nicht anders, hier diese Einfädelstelle. So, eigentlich müsste... Naja, gut, ob man jetzt hier runter noch eine Verbindung macht, das ist, glaube ich, in meinen Augen unnötig, weil ja sowieso das Ende der Strecke hier hinten sein wird. Oh, ist ja der Zug zum Glück mal Gewinn gemacht. Bin ich aber erleichtert. Jetzt haben wir noch einen zweiten Zug, der im Prinzip die gleiche Strecke fährt, nur nicht nach... Kawamachi, sondern nach dem anderen Ort. Shimaoka. Da müssen wir mal sorgen, dass hier der Bahnhof auch gut gefüllt wird. Also langsam bauen die sich hier rum. Hätte es ja schon was geholfen. Das Ding ist voll, also so muss das sein. Ich glaube, wahrscheinlich wird man ja trotzdem nochmal irgendwann an die Stelle kommen, wo man es untertunneln muss. Hier werden wir wahrscheinlich fürs Wachstum auch eher eine Untertunnelung machen müssen. Hier ist die Unfallstelle von damals. Was macht eigentlich hier oben die Stadt, die wir fusionieren wollten? Oh, so langsam nähern die sich an hier. Sehr schön. So, da haben wir jetzt im Prinzip... Oh, der Wald schließt. Bringt mir das was? Nee, eigentlich nicht, ja.
Und die gehen auch schon jetzt hier raus. Na gut, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man dort dann anfängt, Brücken und sowas zu bauen. Wahrscheinlich werden wir dann echt, falls wir das mal ausbauen müssen, irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen. Mit den Städten. Das wollten wir auch noch machen. Ich glaube, das können wir dann auch machen. Dass wir den Bahnhof dann hierhin verlegen. Dass die sicher diesen Bogen spawnen und dann einfach direkt hier irgendwie dann rumfahren. Wobei das natürlich ordentlich Passagiere bringt, ne? Also das muss man mal sagen. Ob die dann auch noch da sind, wenn man das hier runterlegen, ne? Das ist dann natürlich die Frage. Vielleicht müsste man auch einfach die Strecke dann noch so ein Stück runterlegen. Hier würde ich dann aber direkt mit Untertunnelung bauen. Das dann auch noch ein Stück weg. Und dann könnt ihr nämlich da drüber hinaus bauen. Würde ich mal sagen. Aber das ist dann eher was für eine der nächsten Folgen. Und ja, hoffentlich habe dann bis dahin mal so ein bisschen geschrieben, was mit dem Shinkansen passieren soll. Wo der jetzt nun genau hier lang führt. Wir haben jetzt erstmal hier eine Doppelstrecke gebaut, die dann hier aufsplittet nach hier rüber. Aktuell nur mit... Na gut, das ist aktuell bloß eine Endstation, wie das denn hier weitergeht. Die mögen uns ja anscheinend eh nicht so sehr hier. Weil da haben wir, glaube ich, schon verschissen bei denen. Also ab hier geht es dann bestimmt bloß eingleisig weiter, dass dann irgendwie so ein einzelner Zug ja dann in die Landen rausfährt. Aber wenn ich dann hier schon bauen darf, durch die ganzen Gebirge, das kann was werden. Und hier hinten wird es dann wahrscheinlich weiter, also die Strecke wird hier weitergehen, da werde ich mal das Land reservieren, dass wir hier mal dann auch noch was machen können. Planieren und sowas muss hier dort an der Stelle dann mal sein. Da bin ich dann mal gespannt, wie es da weitergeht mit der Strecke. Die Strecke könnte dann einfach zum Beispiel nach, oh, nach hier gehen und dann hier rum und dann hier enden. Aber gut, das ist dann, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch da so ein bisschen vorstellt. Der macht die beiden Shinkansen machen Verlust. Ja, sowas aber sowas auch nicht geplant. Na gut, bei den langen Strecken ist es ja auch kein Wunder, dass hier kein Geld reinkommt. Müsste man echt noch mal irgendwie so kleinere Sachen anbinden, um Geld reinzukommen. Aber gut, das war es jetzt erstmal soweit. Wir haben hier ordentlich gebaut. Verlust, Verlust. Wir haben ein bisschen Gewinn gemacht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Heute von Kawaii der Abschied. Auf Wiedersehen. Und bleibt friedlich. Tschüss.